Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier unter in der Hauptstadt weiter unterwegs und haben hier tatsächlich ja die OP am offenen Herzen durchgeführt. Das heißt, da gehen wir mal einfach mal rein. Das heißt, dass wir hier im laufenden Betrieb quasi die Gewerbegebiete durch Wohngebiete ersetzt haben. Und ich würde sagen, wir gucken uns unsere Hauptstadt einfach nochmal an. Das war ja genau, das war ja hier die Hauptstadt. Die sind wieder einige Gebäude kaputt, aber alles nicht weiter schlimm, weil wir hier neue Wohngebiete aufgebaut kriegen. Und das war jetzt noch am Ende der letzten Folge. Und ihr seht, die Leute brauchen tatsächlich Industrie. Boah, das sieht geil aus. Guck mal. Gehen wir direkt rein hier. Ja, machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Neue Aufnahmesession. Und Pendler 0, warum? Ah, doch, jetzt. Okay, die fahren alle hier ins Zentrum. Okay, da fährt auch keiner aus der Stadt raus. Das finde ich gut. Wir brauchen Herstellungsindustrie. Ah, da oben haben wir wieder ein Geschenkchen. daneben auch und da oben auch und mein Gott. Die wird irgendein Weihnachtsgeschenkchen hier. Wie kommen wir denn da hin? Wartet mal. Können wir das irgendwie. Ja. Okay, einfach ran so. So und bam. Weg damit. Kann ich erstmal lieber gebrauchen. Und ich glaube auch, dass wir erstmal auf die Herstellungsindustrie gehen müssen, tatsächlich. Bevor wir hier weitermachen können in unserer Hauptstadt. Herstellungsindustrie, wo hatten wir denn die jetzt nochmal angesiedelt? War das... Nee. Wo war nochmal Herstellungsindustrie, Leute? War das hier? Bin ich jetzt mal gespannt, wartet mal. Nee, das war ganz normale Schwerindustrie. Hier wird auch gar nichts angefragt. Okay. Es kann auch sein, dass wir hier eine neue Stadt dafür aufmachen müssen. Ne? Das kann sehr gut sein. Dann haben wir hier noch unseren Vorort. Da machen wir aber auch erst später weiter, würde ich sagen. Wenn wir dann wirklich... ja. Wenn wir dann wirklich... Ja, genau. In der Hauptstadt wieder nicht mehr weiterkommen sollten... wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier... Ah, und dann müssen wir... Wartet mal, ich guck mal gerade. Wo ist diese Stadt lokalisiert? Hier, ne? Genau, hier, alles klar. Dann müssen wir hier neue Verbindungen schaffen. Und im Laufe des Let's Plays kommen jetzt natürlich auch noch einige... Großprojekte zum Tragen für unsere Region. Und zwar handelt es sich hier um Autobahnen und Co. Die haben wir noch gar nicht uns angeschaut, aber das liegt schlicht und ergreifend auch einfach daran, weil die Autobahnen halt sehr viel Platz brauchen. Und wenn wir Autobahnen bauen, was ist das denn? Okay. Wenn wir Autobahnen bauen, müssen halt einige Gebäude weichen. Und das... Ja, wartet mal. Vielleicht wäre das deswegen sogar eine Idee, der Bau der Autobahn vorzuziehen, oder? Könnte gut sein, aber... Allerdings nicht in die kleinen Städtchen rein, sondern nur... von unserem Vorort in die Hauptstadt rein, über die Gewerbestadt. Damit die Leute schneller... ja, zur Arbeit fahren können und in die Hauptstadt kommen zum Beispiel. So, ich denke mal, das ist eine Sache, die wir dann tatsächlich... Ich weiß nicht, wann wir die angehen, aber die müssen wir auf jeden Fall angehen. Also, so, 45.000. So, genau, dann kommt mal her mit eurer Herstellungsindustrie. Dann bin ich jetzt mal gespannt. So, Herstellungsindustrie. Generiert auch direkt Gewerbe nach Frage nach Reich Büros, wie ihr seht. Sehr gut. Ja,
Und dann könnt ihr euch da weiter ansiedeln. Ich denke mal, wir brauchen noch eine Feuerwehr, ne? Einfach in der Mitte. Wir brauchen noch eine Feuerwehr. 2 Sekunden später, zack, Feuer. Das ist doch bescheuert, echt. Ah, es ist immer so, ne? Wir wollten gerade aufbauen, da kommen sie da mit einem Feuer an. Ja. Ja, passt aber schon hier. So. Dann geht das einfach mal weiter. Dann braucht man noch eine Wasserpumpe. Das war mir klar, dass das irgendwann passieren wird. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Wie wir jetzt hier weiter unsere Region ausbauen. Und genau, da würde ich einfach mal sagen, Wasserverschmutzung checken wir mal. Das passt noch. Okay, alle aus. Das hier kann weg. Ah, guckt mal. Jetzt haben wir hier wieder so eine Kohlemine. Cool, Freunde. Cool, cool, cool. Oh, guckt euch das an. Da kommt wieder Weihnachtsgeschenke aus dem Boden raus hier. Oh Mann. Noch ein Feuer. Ja, dann brauchen wir hier tatsächlich nochmal eine Feuerwache. Welchen Betrieb soll... Nehmen wir das Geschenk hier weg. So. Keine Lust auf Weihnachtsgeschenke hier. Da kommt auch wieder eins. So, weg damit. Verdammt. So, wunderbar. Herstellungsindustrie. Ja, ah, also da sehen wir es noch. Hör doch auf damit. Da sehen wir es auch nochmal, ne? Herstellungsindustrie hat direkte Konsequenz auf reiche Büros. Finde ich cool. Hört doch mal auf damit. Mensch! Ihr habt's aber auch damit, wa? Normale Herstellungsgebäude. Hallo? So, dort lasse ich die einfach stehen und ich lasse die jetzt einfach stehen, komm. Schadet ja nicht. Es sieht halt nur komisch aus. Ne? Aber dadurch entsteht tatsächlich, ja, Nachfrage nach reichen Büros. Ich lasse diese Geschenkchen jetzt einfach mal stehen, weil die, ihr seht, die Nachfrage ist dadurch gedeckelt. Warte mal, mach mal abbrechen. Was passiert denn, wenn wir das prüfen? Ah! Okay, weil die einfach 1300 Jobs haben. Schade nur, dass die nicht angezeigt werden, aber ist okay. Einfach mal Geschenkchen als Jobs. Oh Mann. Ja gut, alles klar. Dann haben wir jetzt hier zumindest mal in der Hauptstadt wieder Nachfrage generiert. Oder? Müsste doch so sein. Oder? Ja, der Bandagenblues. mach mal Gesundheit und Bildung, bitte. Die Gesundheit ist schon oben. Ah, gut, Bildung auch. Ja, okay, jetzt brauchen wir wieder Einwohner. Das heißt, wir müssen wieder in unseren Vorort. Aber ihr seht schon, der Hauptstadt wurde wieder Leben eingehaucht. Und das finde ich sehr schön. Nee, ich will es nicht komplett beenden. Sondern dann nochmal in unseren Vorort. Ganz genau, hier rein. Und dann gucken wir mal, ob wir hier endlich mal diesen Zipfel hier noch aufgebaut kriegen. Beziehungsweise wir waren ja hier mit dem Problem der Arbeitslosigkeit am Kämpfen, ne? Wie sieht es denn jetzt aus? Verschwinden die oder was passiert hier? Sie sind erstmal verschwunden, aber die kommen wieder, ne? Die kommen leider wieder, ja, das ist problematisch. Warte mal, wir brauchen noch mittlere Dienstleistungsgewerbe. Das heißt, wir können doch noch nicht hier weiter bauen, wir müssen jetzt hier gucken. Meine Güte. So, wir haben hier noch freie Flächen, glaube ich, oder? Ja, wir haben hier noch freie Flächen. Jede Menge, schaut euch das an.
Mittlere Dienstleistungsgewerbe, ja. Sehr schön. So, dann machen wir einen Nachbarschaftshandel hier. Wasser kaufen. So. Und ja, dann sollte das passen, denke ich. Das sind arme Dienstleistungen. Okay. Können wir hier auch diesen Militärstützpunkt abreißen. Und hier neue Gewerbeflächen machen. Genau. Und auch dieses Gebäude hier wegmachen. So. Wieder kleine Geschenkchen hier. Nachbarschaftshandel. Wieder Wasser kaufen. So. Müll exportieren. Genau. Ich meine, wir haben genug Geld. Also sollte schon passen. So, mittleres Gewerbe und Dienstleistung. Ja, das brauchen wir doch. Ja, wir brauchen doch mittlere Dienstleistungsgewerbe. Stau auf Seitenstraße. Naja. Warte mal, dieser Friedhof kann eigentlich auch weg. Ne? Das sind alles noch so Überreste von den Einwohnern hier. Mach mal den Friedhof weg, genau. So. Wunderbar hier. Können wir hier noch irgendwas uns freischaufeln? Ja, das hier, das kann auch weg. Weil das brauchen wir nicht mehr. Neue Gewerbeflächen, bitte. So. Und dann haben wir jetzt hoffentlich... Mach mal den Boy-Betrick. Da bin ich jetzt mal gespannt. Mach mal den Boy-Betrick, bitte. Bringt das was? Hier oben ja nicht, weil alles so gepflastert ist. Aber hier unten... Ne, bringt nichts. Okay, aber ist auch nicht mehr so hoch die Nachfrage. Alles klar. Gut. Und ich würde sagen, dann haben wir das erstmal. Dann gucken wir mal, wie es da jetzt aussieht mit den Arbeitslosen. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein hier. So. Aber warte mal, wir waren, glaube ich, in der Nachbarstadt noch dran. Ne? Das hat man ja gesagt, dass die hier Arbeit finden müssen in diesem Bereich und nicht in diesem Bereich hier oben. Was ist das denn? Achso, die Lichter von dem Stadion. Jetzt haben sie hier keine Nachfrage mehr. Okay. Aber die sind trotzdem arbeitslos. Also irgendwas ist hier komisch. So, dann mach mal so, genau. Den Boy-Betrick. Stimmt, ey. Den habe ich ganz vergessen. So. Wunderbar. Aber die sind trotzdem arbeitslos. Warum? Ah, okay. Agrargebiete wollen sagen. Agrargebiete, Freunde. Haben wir hier. Was haben wir hier rechts aufgebaut? Agrargebiet. Ja. Würde ich sagen, noch mehr Agrar. Gut. Dann machen wir hier nochmal. Aber hier sind ja schon... Die Straßen sind ja hier schon gezogen. Das ist ja nicht so verkehrt, ne? Dann können wir hier... Und dann hier... Genau, diese können wir die einfach so hier schön dran bauen. Finde ich gut. Ja. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei SimCity 4. Auch ein Projekt, was sehr... großen Anklang findet, finde ich gut, Freunde. Und ja, bin ich mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Wie gesagt, wir machen ja unsere Region. Und zu einer Region gehört halt viel Verwaltungskram. Ne? Und ist halt klar, dass wir da ein bisschen Map-Hopping machen müssen, wie ihr das so schön beschrieben habt. Muss sein. Muss sein. Deswegen ist das gerade ein bisschen müßig, was ich hier mache, aber passt schon. Das habt ihr in der vorletzten Folge schon mal gesehen. Ne? Das war hier ja, die Felder in ein schönes quadratisches Gitter machen. Damit halt, was soll ich sagen,
ja, mehr Jobs entstehen, genau, mehr Jobs. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht es sehr gut. Ich nehme das Ganze ganz klassisch an einem Sonntagabend auf hier. Und morgen wieder eine neue Arbeitswoche, aber was soll man machen? Das muss halt sein. Ne? Sonst kommt kein Geld in die Haushaltskasse. Ist ähnlich wie hier. Aber na gut, ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe ja den Job gewechselt. Seitdem läuft alles wunderbar. Seit dem Jobwechsel, ja, bin ich zufrieden. So kann man nichts sagen. So, da habe ich jetzt lang genug gequasselt. Ja, das passt perfekt hier rein. Und da können wir direkt neue Agrarflächen machen. So. Ganz genau. Bin ich mal gleich gespannt, wie viele Bauernhöfe hier kommen. Ich hoffe ja, dass da ein paar mehr Jobs mit bedient werden, aber... Was? Sie suchen Büros? Ah ja, tatsächlich. Mittlere Gewerbedienstleistungen, Büros. Okay. Ja, dann gehen wir gleich wieder in die Hauptstadt zurück. Aber erstmal hier... Oh Gott, wir sind schon bei 16 Minuten. Was zur Hölle? So, dann baut euch mal auf. Das ist so praktisch, dass die kein Wasser brauchen. Die Bauernhöfe, das ist so praktisch. So, nochmal Jobs und Bevölkerung. Ja, 3000 plus. Ah, und die Agrarnachfrage geht langsam runter, ne? Langsam, ganz langsam. Jobs und Bevölkerung. 8000, okay. Aber hey, 8000? Das sind ganz schön viele, muss ich sagen. 10 Jobs, ja. 10. Ja gut, das ist halt ein bisschen blöd. mit den Jobs, aber Jobs und Bevölkerung, ja, 12.000, ne? Das ist nicht verkehrt, 12.000. Aber die Nachfrage bleibt gleich. Das ist irgendwie sehr mysteriös, aber gut. Da haben wir jetzt ein bisschen sehr viel Viehbetrieb. Große Felder. Wartet mal. Salatfeld. Salatfelder bietet auch Job. Weide. Die bieten Jobs. Zwar wenig, aber die bieten Jobs. Sehr gut. Gut, dass man das jetzt weiß. ne? Jobs und Bevölkerung. Deswegen sind hier auch 16.000 Jobs in dem großen Gebiet, ne? Okay, nö, dann passt das aber. Weil dann würde ich nämlich ganz gerne wieder hier weitermachen. Oder soll ich einfach auf die Arbeitslosen kacken? Nur im übertragenen Sinne, jetzt nicht wörtlich nehmen. Die wollen halt in der Hauptstadt arbeiten, ne? Die wollen in der Hauptstadt arbeiten. Ja, guckt euch das an. Das ist... sehr viel Arbeitslosigkeit hier. Industrie braucht Platz zum Wachsen. Herstellungsindustrie. Okay. Jetzt nicht mehr. Okay, dann würde ich vorschlagen, springen wir mal wieder in unsere Hauptstadt zurück. Und gucken da mal, ob... Ah, wartet mal. Stopp. Die Straße ist ja gar nicht verbunden. Wartet mal. Die Straße hier ist nicht verbunden zu der Nachbarstadt. Vielleicht kann man damit das Problem schon lösen. Wartet mal. Vielleicht. Ich hoffe es ja. Annehmen? Ja, guckt mal. Gewerbenachfrage ist gestiegen. Haha, okay. Und die Arbeitslosen? Pendelt ihr hier? Ah, mit dem Bus, ne? Ja, hier wird gependelt. Okay, sehr gut. Aber hier oben ist immer noch. Komisch.
Sehr, sehr merkwürdig. Aber gut, wir brauchen wieder weitere Gewerbegebiete. Ja, dann mache ich das doch einfach mal. Dann machen wir mal eine neue Gewerbestadt. Ja, mein Hirn springt immer hin und her. Das ist aber hier scheinbar so gewollt im Spiel, dass man hin und her gerissen ist, was man als nächstes macht. Und naja. Dann haben wir doch hier jetzt schon jede Menge Verbindungen für Nachbarstädte. Mach hier einfach auch einer hinkommen. Scheiß auf das Gebäude, was da abgerissen wird für. Hier lasse ich es aber. So, und dann machen wir hier noch mal eine Gewerbestadt. Gut, dann haben wir hier einmal das Kraftwerk. Hinten das Wasser. Wie sieht die Nachfrage aus? Ja, okay. Steuermäßig muss ich hier auch noch was machen. Ich möchte hier bitte nur arme und mittlere Dienstleistungsgewerbe haben. So, und dann können wir uns mal das Wasser angucken. Wasserversorgung. Jo. Abbrechen. Ja, so wächst unsere Region weiter Stadt um Stadt. Einfach alles für die Hauptstadt, ne? Damit wir da endlich mal weiterkommen. Und ja, gucken wir doch jetzt mal, ob wir hier vernünftige Gewerbegebiete kriegen. Wartet mal. Stark bebaut. Bringt das vielleicht was, wenn wir stark bebaut machen? Wartet mal, das probiere ich jetzt mal. So, stark bebaut. Bringt das was? Baut ihr was? Tatsächlich. Ach, guck mal. Ah. Ja, okay. Ich meine, warum nicht, ne? Das ist jetzt stark bebaut. Okay. Viele Jobs hier, die hier ankommen. Okay, haben wir hier eine Feuerwehr noch für euch? So. Und noch mehr Nachfrage. Ach, krass. Bäumetrick. Mein Lieblingstrick hier. So, Bäume, Bäume, Bäume. Aber bringt auch nichts, okay. Ja, ist ja auch gedeckelt, die Nachfrage, ne? Wir brauchen jetzt Herstellungsindustrie. Okay, sehe ich ein. Hier, ne? War das? Genau. Die Geschenke da. Das ist so witzig. Überall die Geschenke. Oh, guck mal. Die Nachfrage. Krass. Ja, eine Geschenkstadt, ne? Das ist, ja. Cheese Factory. Käsefabriken, ah ja. Okay. So, wartet mal, ich mache jetzt einfach ein paar Baue alle Stile auf einmal. So, herstellend. Ja, wir brauchen weitere Herstellungsgebiete. Kriegen wir hin. Oh, wartet mal. Wart, nein! Verdammt. Ich habe nicht gespeichert. Ah, wartet mal, vielleicht kriegen wir so ja die Geschenke los, indem wir hier sagen, alle Stile auf einmal. So. Nö, kriegen wir nicht los. Verdammt. Ja, gut, okay. Aber ich habe meinen Spaß. Ich hoffe, das merkt man auch, dass ich an diesem Let's Play sehr, sehr viel Spaß habe. Und ah, das ist gut jetzt, dass wir hier jetzt diese Nachfrage haben. Und deswegen. Warum geht das wieder runter? Die Stadt kann ruhig nur aus Geschenken bestehen, solange die Jobs bieten. Also, es ist mir gerade relativ egal, muss ich sagen, ne? Das ist ja die Industriestadt. Probieren wir es mal. Wartet mal. Probieren wir es mal. In die Hauptstadt zu gehen jetzt. Und dann mal zu gucken, ob wir hier jetzt unsere Gewerbenachfrage gepusht kriegen. Ich hoffe es doch. Yes. Schaut euch das an, Freunde. Reiche Gewerbebüros werden gefragt. Ah, das ist gut.
Das ist gut. Jetzt müssten ja eigentlich nach und nach hier die schwarzen Gebäude weggehen, oder? Oder wenn ich nochmal den Bäume-Trick mache, genau, wenn ich nochmal den Bäume-Trick mache, dann müssten ja theoretisch, genau. Die Doktorarbeiten hier, ey, echt, das ist so, so krass. Aber ja, schaut euch das an. So Schritt für Schritt. Ja, und ihr seht, wir brauchen jetzt wieder arme Dienstleistungsgebäude. Na, jetzt haben wir wieder gedeckelt, ne? Aber okay, jetzt. Also diese Gebäude hier gehen mir langsam auf die Nerven. Die werde ich jetzt mal abreißen. So. Dass wir dann hier vernünftige Gebäude bald mal endlich mal hinkriegen. So, da sind Geschenkchen, die können mal weg. Ja, und die leider. Wisst ihr was? Wir müssen rund erneuern. Das heißt, die Gebäude müssen wir leider abreißen, weil die den Landwert runterziehen. Na? Und wenn Gebäude den Landwert runterziehen, ist das klar, dass da ja keiner hin will. Mach das Geschenk weg. Dann. Ah, das wollte ich jetzt zwar nicht, aber ist okay. So. Dann reißen wir mal ein paar Sachen ab hier. So. Und dann können wir das hier ja mit Wohngebiet ersetzen. Genau, Freunde. Das hier mit Wohngebiet. Sie suchen Büros. Sehr schön. Das hier mit Wohngebiet ersetzen. Ja, komm, dann nehmen das noch mit hier. So. Wir müssen mal mehr für die Gesundheit und Bildung tun, aber erstmal. Genau. Mehr Wohngebiet. So. Ja. Und somit haben wir dann fast eine funktionierende Stadt. Fast, ja, fast. Brauchen halt jetzt gerade sehr viele Wohngebiete, komischerweise. Und dann gucken wir doch mal, wo der Bandagebus hier ist. Das hier. Okay, Krankenhäuser. Oh ja, schaut euch die Krankenhäuser an. Das ist heftig. Okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Setzen wir den nochmal ein Krankenhaus hier hin. Dann haltet die Klappe. Oh, wartet mal, da hinten kann ich noch hier... Park errichten, genau. Hallo, hört jetzt mal auf. Hört jetzt mal auf, bitte. So streikt, das macht mich nervös. Hallo. Ja. Problem gelöst. Wunderschön. Und welche Lehrer streiken? Oder ist das weg? Das ist es weg. Okay, sehr schön. Da kommt wieder ein Geschenk. Nein, bedanke. Missionen können wir irgendwann auch mal machen. Na, das ist gar keine schlechte Idee. Industrie. Ja, gut. Aber die Industrienachfrage liegt ja auch an dem, an der Bildung, ne, von den neu dazugekommenen Einwohnern. Von daher... Hallo, Bartower, warum ist der... Okay, wir brauchen halt... Okay. Alles klar. Sind das hier reiche Büros? Das sind reiche Büros, ja. Aha. Dann schaut euch das mal an. Sehr schön, das heißt, wir können... ja, verdammt. Die Zeit ist schon wieder voll, ne? Aber wir haben diesen Stadtteil hier revitalisiert. Finde ich sehr gut. Hier oben auch. Hier oben werde ich... Sind das Einwohner? Nein, das sind mittlere Gewerbegebiete. Hier oben werde ich dann Wohngebiete hinknallen. So. Hier auch. Ganz genau. So, damit wir hier schön weiter Gewerbenachfrage reinkriegen. Boah. 10.000 Einwohner. Krass. Aber gut, liebe Freunde.
Dann würde ich einfach mal sagen, jo, wie es hier mit der Rettungsaktion für die Hauptstadt weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.